Hört doch auf, euch jetzt gegenseitig zu bekämpfen. So war das sicherlich nicht gedacht. Ich möchte diesen Stürmer hier besteigen, um ihn zu der Metallblume zu reiten, wenn möglich. Und ich kann mir schon denken, wo die Metallblume ist. Ich frage wie immer, wie komme ich dorthin? Auf der anderen Seite ist nochmal ein Lagerfeuer, das ist natürlich nicht verkehrt. Ich muss auf Stellen achten, die ich eventuell hochklettern kann. Wie diese hier zum Beispiel. Wo ist denn mein Lagerfeuer? Also hier muss ich hin. Da ist das Lagerfeuer. Naja, egal. Was soll's. Klettern wir zuerst hoch. Und dann kommt das Lagerfeuer schon von allein. Hier würde ich behaupten, war mal eine Satellitenschüssel. Das Coole ist, dass das Lagerfeuer sogar hier oben war. Sehr schön. Ich habe schon zu viel dabei. Das kann ich mir vorstellen, Aloy. Hier will ich hin. Beziehungsweise da will ich hin, aber. Das muss übrigens brennen wie Sau. Ich hoffe, Aloy hat voll verhornte Hände. Ansonsten. Autsch. So, ich wollte gerade sagen, die Langhalse sind normalerweise nicht so unbewacht. Langhälse. Langhalse. Und da unten ist mein Lagerfeuer. Anscheinend kommt das Signal von dem Langhals. Speerschäfte. Okay. Volltreffer. Ja.
schön, dass die anderen einfach aufgegeben haben, gegen mich zu kämpfen. Bin ich so insgesamt doch sehr verbunden. Die sind generell auch irgendwie einfach weg. Was ich nutze. Ich muss zum Kopf hinauf. Irgendwie geht's. Um hier zu speichern. Wo sind die denn hin? Weg. Schon. Das war sicherlich nicht die feine englische Art, aber was soll's. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Wenn ich irgendwie hier raufkomme, kann mir der Rest erstmal egal sein. Ich fürchte nur gerade, dass das hier nicht der richtige Weg war. Na, wobei. Ach so, verstehe. Ich muss mich hier also entsprechend nur hochkämpfen. Tot. Okay, wenn das eine Taktik ist, mache ich so mal weiter. Weil ich meine, der da unten ist mir relativ wurscht. Die da oben sind mir auch erstmal relativ wurscht. Unten oben.
Ich brauche nur einen Weg, um auf den Langhals zu kommen. Und ich wäre geschafft. Glaube, ich bin hier eigentlich schon hoch genug. Ich muss nur warten, bis er nochmal hier entlang kommt und dann sollte ich hier eigentlich schon raufspringen können. So zumindest die Theorie. Aber gut, in der Zeit kann ich auch das Ding da unten noch erledigen. Von hier aus müsste ich leicht auf den Langhals springen können. Na dann. Soll sich der Langhals doch mal etwas beeilen. Ich habe nicht ewig Zeit. Sieht zwar sehr hübsch aus gerade, aber ich habe trotzdem nicht ewig Zeit. War ja doch eigentlich schon. Eigentlich schon. Ich bin sicher. Zumindest für ein paar Minuten. Sich nur noch zum Kopf hoch. Gut, das war knapp. Aber gut, das hier sollte ja eigentlich. Oh Gott. Ich habe so Angst, dass ich irgendwie daneben springe. Aber gut. Ich bin auf dem Kopf und kann meinen Langhals überbrücken. Ist das mein letzter Langhals? Nee, oder? Ich habe noch einen. Sehr schön. So. Da hinten haben wir alles. Da oben wollen wir sowieso noch hin. Die verdorbene Zone, die Metallblume, zwei Metallblumen, die Mission hier. Ansonsten sieht das hier eigentlich auch ziemlich gut aus. Ansonsten haben wir hier den Langhals noch und eben sowieso alles, was wir da oben noch wollen. Und Freunde der Nacht, dann haben wir es fast schon. Das ist schon erstaunlich. Es ist gar nicht mehr so viel zu tun, was mich tatsächlich ein bisschen freut. Gut, reiten wir den Langhals einfach mal bis zu meinem hier Lagerfeuer. Bei den Beinen ist die Maschine sicher so schnell, wie sie laut ist. Ich sollte vorsichtig sein.
So, ich schätze, viel näher bringt er uns nicht mehr. Reicht aber ja auch. Inaktive Agenten-Ping. 21, 26. Ich habe keine Ahnung, was mir das alles sagt. Ob mir das überhaupt irgendwas sagen soll. Mir gefällt nicht, dass ich hier eine verdorbene Zone habe und nichts sehe. Oder sehe ich da schon sind das verdorbene Schnappmäuler zuhauf? Ich bin wahrlich irritiert. Oh nein. Oh nein. Verdorbene Pirscher. Ach, dammit. Ich muss auf jeden Fall auf die andere Flussseite. Ach, das gefällt mir nicht. Hier habe ich auch noch ein paar Maschinen, die was von mir wollen. Allerdings sind die Plünderer jetzt echt nicht so das Problem. Vor allem, wenn ich einen davon vielleicht sogar überbrücken kann. Bessere Frage eigentlich, wieso wollen die anderen nicht? Verdammt. Dammit. Ach, komm schon. Das ist jetzt unschön. Alter, das hier ist Kacke zum Kämpfen. Das hier ist richtig Kacke zum Kämpfen. Ich sehe nichts und bin auf unebenem Terrain. Das ist nicht schön. Ich verschieße hier einen Haufen Pfeile, weil ich euch nicht treffe. Ihr seid so schwach und macht so einen Ärger. Das gibt's doch gar nicht. Unfassbar. Und hier bin ich und dachte, ich hab's nicht schwer, aber naja, Pustekuchen. Pustekuchen. Ich dachte schon, die werde ich nie mehr los. Das wäre es natürlich auch mal, so ein verdorbener Donnervogel oder sowas. So, und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Da ist einer.
mir leid, dass ich dir den Spaß verderbe. Autsch. Von wo, von wo, von wo? Ich sehe nichts. Ich hätte. Ah! Ich hätte echt warten sollen. Huhu! Bis es hell ist wieder, weil ich sehe nix. Problem ist, wo zum Geier ist der andere? Das einer auf jeden Fall. Klebebombe war tatsächlich äußerst effektiv. Finde ich gut. Und ich bin auch froh, dass da nicht noch ein Pirscher war. Es waren mir nämlich schon einige Pirscher zu viel. Aber die verdorbene Zone ist erledigt und damit... Das ist eine Jagdzone. Kann ich mich aufmachen zum nächsten Lagerfeuer und zur nächsten Metallblume. Ich nähere mich... Kollateralschaden, der Kollateralschaden-Mission. Die muss ich jetzt nicht unbedingt... kämpfen, aber ich sollte demnächst mal vielleicht den Fluss überqueren. Das werde ich vielleicht noch bereuen. Dann sollte ich hier nämlich irgendwo ein Lagerfeuer auf mich warten. Da vorne.